Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft 1.8, heute zusammen mit dem Dominik. Hallo! Hallo! Ja, der hat in der Zwischenzeit schon so ein bisschen umgebaut. Ich war ja lange Zeit unterwegs und der kann uns jetzt mal zeigen, was er so alles gebaut hat. Ja, wir waren ja in der letzten Folge noch daran, hinten eigentlich den Tunnel zu graben. Den habe ich jetzt fertig gegraben und auch schon mal angefangen, hier so eine Minenstrecke zu bauen. Die ist leider noch nicht hundertprozentig fertig, aber sie ist schon ziemlich weit. Ich habe gesehen, wir müssen uns Schienen mitnehmen. Ich will mal gucken, ob wir hier unten noch Gold haben. Nein, haben wir nicht. Habe ich alles verbraten müssen für die Beschleunigungsschienen. Ja, ich suche für die Beschleunigungsschienen. Oh, ich habe noch 33 Stück gefunden. Gold. Nee, Beschleunigungsschienen. Oh, auch gut. Redstone-Fackeln habe ich noch dabei. Habe ich jetzt auch gerade eingesteckt. Das okay. Können wir noch mitnehmen. Warum habe ich nicht in die Kiste geschaut? Ach, egal. Hast du mal in die Öfen geguckt, ob da vielleicht noch was drin liegt? Nein, da ist nichts mehr drin, habe ich gerade überall reingeschaut. So, was haben wir denn hier? Hier gibt's Redstone-Fackeln und Futter und so. Hast du die jetzt? Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich auch oben im Dach auch schon so ein kleines Brau. So einen Braustand aufgestellt und auch schon Tränke gebraut, damit wir loslegen können. Sehr gut, also das heißt, wir müssen jetzt auf dem Weg auch mal darauf achten, ob wir irgendwo Gold sehen, aber wir können ja mal losfahren, weil die Fahrt nämlich ziemlich lange dauert, habe ich gestern schon gesehen. Ja, die dauert sehr, sehr lange. So, hier mit unserem automatischen, du kannst erst die Lower draufstellen, dann drückst du einen Knopf und dann geht's mit der Fahrt erst los. Jo. Man hat also wirklich Zeit beim Einsteigen. So, hier Redstone war da. Das Redstone brauchen wir, glaube ich, nicht so. Kohle. Da haben wir ewig viel noch. Ja, und zwar geht's jetzt hier raus zu unserem Unterwassertempel, den wir lange Zeit gesucht haben. Oh. Ja. Was gerade noch rechtzeitig weg. Fast hätte ich dich überfahren. Ach nö, oder? Ey, jetzt überfahr mich mal nicht. Auf der anderen Seite geht's weiter. Ich weiß. War ja gestern schon mal. Dann wusste ich nicht mehr. Was? Ich... Du warst hier gestern schon mal. Ach, egal. Ja. Ich hab schon es vorher... war ziemlich viel Arbeit, diese scheiß Schienen zu legen. Hat auch eine ewige Zeit gedauert, bis alle hier waren. Wenn wir jetzt Raycraft hätten, könnten wir ja Speedschienen reinbauen. Dann ist das Ganze noch. Ja, das habe ich im Einzelspieler mal ausprobiert. Da muss man allerdings dann noch schon so Spezialbremsschienen mit einbauen, weil sonst ich hab's gemerkt. Explodiert ich hab's alles. Gemerkt. So, jetzt, da kommen ja auch noch ein ziemliches Stück. So, hier ist auch kein Gold. Nein, alles weg. Weg, weg. Auch noch ein ziemliches Stück, was sag ich da? Naja, egal. Du hast Beschleunigungsschienen. Ich hab Beschleunigungsschienen, ja. Pass mal auf, ich will nicht überfahren werden. Oh, hier ist auch eine gefährliche Stelle. Ja, außerdem. Ich hole mir mal meine Lore wieder. Ja, ich lasse meine Lore stehen. Ja, wir hätten uns ein paar Steine mitnehmen sollen, dann hätten wir hier das auch schon. Ich sammle deine Lore auch mal ein, dann laufe ich vor und... mach das. Bin so, eingestellt. Das ist dran. Hab ich die Lore genommen? Ja. Dann lauf ich mal vor. Ja. So, wir wollten nämlich in der letzten Folge, die schon eine Zeit lang her ist, wollten wir den Unterwassertempel besichtigen. Allerdings hat es nicht so richtig geklappt. Weil uns hat die Ausrüstung gefehlt und wir... Inzwischen nicht mehr. Oh. Wir waren auch so ein bisschen... Ja... Schlecht ausgestattet eigentlich so mit... Tränken und so. Warte mal, hier ist ein Kunde. Wir hatten überhaupt keine Tränke, sag so wie es ist. So. Kundschaft. Kundschaft in Form von? Einem Enderman. Aber ich glaube, ich habe keine Perle gekriegt. No, und wir haben doch schon zwei. Naja, die reichen aber nicht. So. Auch bald wieder bei dir. Ja, ist ganz, jetzt habe ich keine Schienen mehr.
Ja, trotzdem recht. Es ist ganz, nee. Es ist nicht ganz, aber es ist ziemlich weit gekommen, oder? Ganz merkwürdig, weil hier gibt es nicht so viele Technik-Sachen, wie ich sonst immer spiele. Bei 1.8. Wir haben eben mal nachgeguckt, ob es neue Mods gibt. Aber habt ihr auch eine ganze Modliste geschickt, aber gut. Ja, das bin ich noch nicht zugekommen, die mich anzugucken. Ich mach mal hier Licht in diesem Seitengang. Mach das da kommt mal. Ein Creeper. Oh, wo geht's denn hier runter? Da müssen wir auch noch zu bauen. So, ich habe aber nicht mehr viele Redstone, fucking. Wie viel hast du noch? Das habe ich aber gehört. Redstone-Fackeln habe ich noch 26 Stück. Hier ist ganz schön was los. Man hört's. Bei dir ist auch eine Hexe in der Nähe. Vor allen Dingen sind hier Creeper in jeder Ecke. Ich hör's. Die ganze Zeit explodiert irgendwas. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alle zum Explodieren gebracht. Und jetzt müsste hier eigentlich in Ruhe sein. So. Wir leuchten das mal aus. Das sieht ja eigentlich ganz gut hier aus. Da können wir uns vielleicht das Eisen noch mitnehmen, das wäre vielleicht ganz praktisch. Alter, ey. Hier ist aber auch nicht gerade ungefährlich bei der Lava hier. Ich schau mal, ob ich zubauen kann, weil ich habe ja jetzt hier ein bisschen Steinchen. So. Ja. Das hier. Ja, wenn ihr diese Folge an dem Tag guckt, wenn sie rauskommt, dann habt ihr die sogar an dem Tag geguckt, wo wir die aufnehmen. Denn ich hatte überhaupt keine Folgen mehr und der Dominik und ich haben heute Morgen so ein bisschen... Ah, Creeper! Ich hab's gesehen. Notfallaufnahmen gemacht. Alter. Also hier ist mir zu viel los. Junge, ey, warum gehst du auch dahinter, ey? Ich wollte halt Gold suchen für uns. Ach, okay. Gut, kann ich verstehen. Ich kann da mal hingehen, vielleicht kriege ich jetzt doch Gold. Du gibst nie auf. Ich habe ja hier ganz gute Waffen. Ach ja, wir haben ja uns jetzt auch Tierrüstung gemacht. Musste ich auch ein bisschen farmen dafür. Oh, hier ist ja ganz schnell was los. Aber dann falls kann du ich mal auch, Essen brauchst, dann sag ich kann Bescheid, dann auch gleich, glaube ich, meine ersten Rüstungsteile verzaubern. Oh. Die kommen von allen Seiten hier. Wenn du mal wieder Essen brauchst und gleich gebraten ist, dann sag Bescheid. Ich habe jetzt ein Verbrennungsschwert. Ich habe 32 Steaks dabei. 62. So. Du wirst aber nicht 62 Steaks dabei haben, sicher nicht. Steaks. Steak. Ach so, Steaks. Ach so. Es hat sich angehört wie Steaks. Alter. So, was haben wir denn jetzt hier? Gold brauchen wir ganz viel für Beschleunigung. Da ist ein Skelett, da haben wir was, ja. Da ist ein Skelett, das ist... Und ich habe keine Fackeln mehr. Kohle. Ich baue mal hier ein bisschen Kohle ab, weil ich keine Fackeln mehr habe. Da ist auch ein Creeper. Wie tief sind wir denn? Ah, wir sind zu tief für Gold. Ups. Naja, nicht richtig zu tief. Gold gibt es bis zur Höhe von 8. Fängt, glaube ich, bei 32 an. Zwischen 32 und 8 gibt es Gold. Und je höher man geht, also über 32, desto weniger wird Gold. Und ab der Höhe 38 findet man gar kein Gold mehr. Wo kam der jetzt her? Frag mich nicht. Hier ist aber ja was los, das gibt's ja gar nicht. Aber ich glaube nicht, denn naja, gibt hier kein Gold. Müssen wir etwas? Dann fahren wir erstmal weiter. Oh, Eisen. Weiß nicht warum, aber auf einmal ist es bei mir dunkel geworden. Dann mir vorbeigelaufen. Nee, eigentlich nicht so. Keine Ahnung, aber irgendwie ist es bei mir auf einmal dunkel geworden. Ohne dass irgendeine Fackel zu Bruch gegangen ist oder was, aber es ist dunkel geworden. Wundert mich. Fahren wir noch mal ein Stück weiter. Ach, es geht nicht. Ich sehe gerade, da hinten ist die Schiene schon wieder nicht befackelt.
hab keine Redstone-Fackeln mehr, aber ich kann welche machen. Ich habe hier neben noch welche. Ah ne, es geht nicht. Moment. Vier Stück mal schnell gecraftet. Ach, da hört's auch schon auf, aber dann sind wir doch noch ziemlich weit gekommen. Ich hab noch. Letzte Frage. Ja, dann mach mal weiter. Ach hier, ja. Wir können die Redstone-Fackeln können wir ja schon setzen. Ja. Klopfst du auf und ja. Ich setz die rein? Okay. Ja, oh. Ich habe den Dominik eben schon gezeigt, ich habe ein neues Bauvorhaben. Ein sehr wahnsinniges Bauvorhaben. Ich weiß nicht, ob wir das bei 1.8 gelöst bekommen. Ich würde das gerne mal versuchen. Allerdings ist es so ein Bauvorhaben, da müsste man eigentlich schon ja mindestens mal Quarries haben, damit man genug Baumaterial bekommt. So, die Fackeln setzen wir schon mal. Wenn dann später die Schienen kommen, dann läuft gleich alles hier. Ihr seht, der Weg ist sehr lang. Bis zum nächsten Tempel. Wir haben also wirklich alles abgesucht und das scheint tatsächlich der nächste Tempel von unserer Basis aus zu sein. Oh, hier geht's aber auch schon runter. Ja. Jetzt habe ich auch keine Fackeln mehr. Ich habe auch keine Redstone mehr, aber egal. Und schau mal her. Ich war mal in der Zwischenzeit auch hier tätig und habe auch hier diesen Freefall Tower gebaut, den du mal angefordert hattest. Ja. Der ist ganz cool, oder? Man fällt halt. Man kommt halt viel schneller nach unten. Das kann ich jetzt gleich mal vorführen. Dann führ mal vor. So, ihr seht ja, das dauert ewig lange, bis man die Leitern hoch und runter gelaufen ist. Aber dafür gibt es noch eine andere Methode. Freefall. Ja. Ihr müsst nämlich einfach nur einen Tunnel nach unten graben und unten ein bisschen Wasser hinlegen. Und dann könnt ihr hier einfach den Freefall Tower benutzen. Sieht so aus und wir springen runter. Und nichts passiert, weil Wasser. Hier unten Wasser war. Es wäre natürlich total fies, wenn man da unten blaues Glas übers Wasser setzen würde. Es schickt sogar, wenn du zwei Felder tief nur machst. Ich glaube es einfach wegen ja. Mehr Felder. Wenn man in Wasser fällt, das könnt ihr euch für Minecraft mal generell merken, wenn ihr in Wasser, wenn ihr auf einem hohen Berg steht, unter das Wasser, könnt ihr einfach runterspringen, passiert nichts. Ja, außer es ist ein Block Wasser, dann manchmal, wenn es zu hoch ist, passiert schon was. Oder? Ja, aber meistens hast du ja mindestens zwei Felder. So, hier geht's raus. Gut, hier sind wir jetzt auf... In so einer kleinen Zwischenbasis, die wir uns mal dann ein bisschen eingerichtet haben. Und ich muss mal Blöcke abholen. Gerade gucken, ob es hier noch irgendwas mit Baumaterial gibt. Hier in der Kiste ist noch ein bisschen was. Hier ist auch noch Redstone. Aber eigentlich hätte ich gerne schönes Baumaterial. Wer was denn? Ich weiß nicht. Er will schönes Baumaterial, aber er weiß nicht für was. So. Aber du musst mir dann mal nochmal zeigen, wo der Unterwassertempel ist, weil ich meine Waypoints ja irgendwie nicht mehr hab. Und hier gibt's keine Minecraft. Öfen. Keine Öfen. Ja, dann machen wir doch mal schnell einen. Oder haben wir keinen Cobblestone? Mann, dann mach doch einen. Junge. Wie sieht's denn unten aus? Hast du unten noch Steine? Unten? Ja. Meinst du jetzt unten? Ja, hier tief unten in der Basis. Ich bin übrigens erkältet, liebe Leute. Es tut mir leid, ich bin zwischendurch immer ein bisschen am Husten. Ich kann leider nichts dafür. Bin leider total erkältet. Wird nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich werde mal das Eisen rauslegen und auch mal hier so ein bisschen Platz schaffen. Hast du alles dabei? So. Der hat ernsthaft 23 Schienen dabei. Ja. Und da unten 7 Redstone und dann sagt er, er kann keine Redstone-Fackeln mehr machen. Ne, die brauche ich. Die sind halt wichtig. Okay. Ja, wir bräuchten halt Steine. Welche Steine? Wir haben auch kein Brennmaterial hier, wir haben auch kein Holz hier. Ja. Der Nachteil. Und es ist Nacht, ja. Aber, hol mal schnell. Wir hätten uns Betten mitnehmen sollen. Ja, ich hol mal schnell ein bisschen Ressourcen. Ich komme mit. Würde ich nicht empfehlen. Wieso? Einfach so.
baue jetzt hier eine Treppe hoch. Mein Gott. So, da müssen wir mal gucken, was wir als nächstes Bauprojekt machen, weil wir hatten ja die Monsterfarm gehabt, die jetzt übrigens auch... Scheiß! Bist du? Scheiß Creep. Ich bin mit dem Boot genau da ausgestiegen, wo ein Creeper war. Es war nicht schön. Hast du Freunde gefunden? Was? Hast du Freunde gefunden? In Form von Creepern? Ja. Ja, sehr viele. Das sind auch ganz einsame Wesen, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, ja, die haben auch nicht viele Freunde. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt Holz hätte ich einen Massen da noch, aber... So, Essen hast du gesagt, hast du noch genug? Ich nämlich auch. So, was habe ich denn hier jetzt noch? Jetzt wird es langsam ziemlich dunkel hier. Ich hoffe, dass wir gleich oben sind. Ah, hier habe ich noch Kohle. Dachte nicht, dass es so weit nach oben geht. Immer haben wir hier noch Wolle. Hast du noch eine Wolle? Nein, ich habe leider keine Wolle. Ich versuche gerade mich auf den... Jetzt bin ich oben. Nee, ich bin nicht oben. Oh, verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Wie hoch ist denn das hier? Oh, ich komme zurück. Ich eile zurück. Der Megaberg hier. Eile zurück und... Ach so. Ich wollte gucken, ob ich hier Holz finde und ob ich hier Schafe finde. Kohle habe ich schon. Also, Kohle brauchst du nicht mehr. Habe ich schon. Mehr als genug. Und ja, Schafe sollte es ja auch geben. Ja, war ja klar. Irgendwelche Nervbacken sind wieder hier unterwegs. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Komm, weg mit dir. Schafe sehe ich nicht auf meiner Karte. Die machen wir ein bisschen größer. So, hier gibt es Hasen. Hier gibt es alles, was wir nicht brauchen, gibt es hier. Wir gehen mal hier oben auf den Berg und wir gucken mal, ob es hier vielleicht schon ein paar... Oh, da ist ein... Hier ist ein Marker gesetzt. Wahrscheinlich ist das der Marker für den Unterwassertempel. Hier ist so ein roter Beam bei mir gesetzt. So, ich sehe aber keine Schafe. Und dummerweise habe ich mir jetzt nicht markiert, wo es hier zum Ausgang geht. Wahrscheinlich hier drüben. Hier leuchtet es irgendwie. Das müsste der Ausgang sein. Ja, ist das Problem. Ansonsten müssen wir morgen mal übersetzen und müssen mal... Reichen Ziegelsteine als Baumaterial? Ja, ich wollte ja irgendwas Schönes haben. Ich habe jetzt... hast du Holz? Ich habe nämlich auch kein Holz gefunden. Ein bisschen. 28. Ja, das ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. So, ich habe auch kein Boot. Ich schon. Muss man dir wieder eins machen, ne? Ja, ich wollte hier nämlich jetzt eigentlich... Ich würde vorschlagen, dass wir das Ganze hier ausbauen. Wir bauen hier mal eine richtige Basis hin, eine richtige Station. Und vielleicht irgendwie so ein... ganz pompöse Anlegestelle oder sowas. Was hältst du davon? Ja, kann man machen. Können wir mal machen, ja. Ich suche gerade nur noch Schafe. Beziehungsweise, was suche ich? Schafe? Ich suche nur einen Schaf. Ich würde gerne damit beginnen, dass wir jetzt hier erstmal irgendwie Steine auslegen, aber ich brauche Brennmaterial dafür, also irgendwie Hölzer oder so. Ja, ich komme ja zurück, ich habe schon Kohle. Ich habe oben über alles voll mit Steine nur gehabt und warte mal, kommst du zurück? Ich hab Kohle dabei. Ich will ja keine Kohle. Du willst doch. Achso, doch, ich will doch Kohle. Stimmt, ich will Kohle. Total unlogisch, was hast du denn jetzt? Also echt? Ja, ich bin gerade so ein bisschen Gedanken versuchen, wie ich das ausbaue, wie das Ganze aussehen soll. Und da oben ist eine Höhle. Hier gibt es auch gar keine Anlegestelle irgendwie oder keine Stelle, wo man irgendwie viele Bäume abhauen kann, oder? Doch, 100 Blöcke weiter. Also, man müsste schon ein bisschen laufen. Du musst dein Boot noch einsammeln, das schwimmt gerade weg. Ach, lass wegschwimmen. Boot. Nee, das ist doch doof. Komm her, Boot. So,
haben wir schon mal eins. Das legen wir mal dahin. Haben wir hier noch eine Wolle? Wenn wir hier eine. Ne, haben wir nicht. War zu erwarten. Haben wir nicht. Wir müssen also erstmal gucken, dass wir ganz viel Holz hierher schaffen als Brennmaterial. Dann gucken wir uns mal an, wie wir das hier ausbauen. Ich habe mir gedacht, wir machen hier so ein Doppeltor hin, bauen das Ganze so ein bisschen mit Säulen, damit hier der Eingang auch ein bisschen pompöser aussieht und machen hier so eine Vorplattform, also einen richtigen Anlegesteg. Könnte okay, kann man machen. Könnte man aus Holz bauen, aber ich würde eigentlich gerne irgendwie so aus Stein bauen. Ja. Wir können ja auch erstmal ganz, wir können ja auch erstmal irgendwas nehmen, was wir viel haben und können es dann später gegen was Schönes austauschen. Ja, ist. Ich nehme erstmal Bruchsteine, die habe ich jetzt gerade dabei. Ich wollte die eigentlich brennen und wollte Steinziegel machen, aber geht gerade nicht. Steinziegel? Steinziegel, ja. Steinziegel? Steinziegel. Aber schau mal in den Ofen, da sind jetzt über, in beiden Öfen sind jetzt Kohle drin. Genug, mehr als genug. Erstmal. Ich mache erstmal hier eine Plattform, die geht jetzt drei nach da, dann müssten wir hier noch eins dranhängen. Das wäre dann bis ich da. Ich schau mal, ob ich noch erwähne. Ressourcen sammeln kann, aber ich sehe den Unterwassertempel. Okay, das ist schon mal. So, hier bauen wir eine kleine Plattform. Kommen da hier noch schönere Steine hin. Hier soll es dann hochgehen. Das ist ja hier so ein, haben wir ja schon so einen Mini-Weg. Den möchte ich auch gerne ausbauen eigentlich. Vielleicht machen wir das noch eins breiter, damit das schöner aussieht. Hier machen wir einen Zaun oder wir machen hier vielleicht so eine Mauer, so eine Steinmauer. So, wir brennen erstmal die Steine. Warte mal, ich lege mal mehr da rein. So. Und dann hätte ich eigentlich jetzt gerne so ein bisschen Baumaterial noch. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier... Bisschen Baumaterial in Form von Bruchstein. Ja, nicht so Bruchstein. Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was ich mir vorstelle. Aber erstmal brauchen wir Holz. Ganz viel Holz. Ja. Und ich würde sagen, wo wir das Holz herkriegen und was wir damit machen, das zeigen wir euch in der nächsten Folge. Bis dann. Ja. Tschüss.